Wer möchte, kann sich das folgende Gekritzel, das ich gleich einblenden werde, gerne anschauen. Ich präsentiere hier nur die Lösung der Aufgabe. Und die Lösung ist, dass Q2 die Koordinaten 5 Drittel, 0, 5 Drittel besitzt und Q1 die Koordinaten, weiß ich nicht mehr, muss ich gucken. Da sieht man mein Gekritzel, also etwas unsauber geschrieben. Da sieht man, dass ich auch etwas weniger schön schreiben kann, wenn es sein muss. 4 Drittel, 1 Drittel, 2, das ist der Punkt Q2. Nicht, dass ich Q1 und Q2 hier versehentlich vertausche. Schon ist es falsch. Nein, das ist Q1. Das andere ist Q2. Und diese zwei Punkte haben einen Abstand von 1 Drittel Wurzel 3. Abstand per Pythagoras berechnen oder mit Abstandsformel. 1 Drittel Wurzel 3 ist das gleiche wie Wurzel aus 1 Drittel. Damit ist im Wesentlichen die Aufgabe schon erledigt, denn der kürzeste Abstand ist dieses Wurzel aus 1 Drittel bzw. 1 Drittel Wurzel 2. Die zwei Punkte habe ich gerade genannt. Der zweite war der unten zuerst geschriebene, der erste ist unten als zweiter angegebene. Dass die Geraden windschief sind, ist dadurch im Wesentlichen auch schon erledigt, denn parallel können sie nicht sein. Die zwei Richtungsvektoren sind ja wohl kaum Vielfache voneinander. Sie sind linear unabhängig, mathematisch ausgedrückt. Dadurch ist die Parallelität nicht mehr möglich. Sie könnten sich noch schneiden, die zwei Geraden, das wäre möglich, aber naja, dazu brauchen Sie den Abstand 0 und den haben Sie ja nicht, also sind Sie letztlich windschief als letzte Option. Das soll es eigentlich gewesen sein. Die Aufgabe habe ich hier ein bisschen reduziert auf den wesentlichen Gehalt und habe mir noch ein kleines Erinnerungspünktchen hingesetzt, das mich daran erinnern soll, dass ich erwähne, dass die Vektoren gerne mit einem kleinen Transponiertzeichen noch zu versehen wären, wenn man ganz korrekt vorgeht. Denn sie werden ja eigentlich übereinander geschrieben mit 1, 1, 0 in diesem Falle. Und die Skizze vielleicht auch noch schnell kommentiert. Ich habe hier die Gerade G2 gezeichnet, die oberhalb der Geraden G1 liegen soll. Die haben einen gewissen Abstand, deswegen auch diese Unterbrechung der zwei Geraden. Sie sind quasi durch einen Stützpfeiler miteinander verbunden, der senkrecht bezüglich der einen und senkrecht bezüglich der anderen Geraden angebracht ist. Und diese Verbindung, dieser Verbindungspfeiler verbindet dann auch die Punkte Q1 und Q2. Und damit, glaube ich, kann ich das Video schon beenden. Ja, bisschen schlampig von der Schreiberei. Es ging mir hier nur um die Berichterstattung, welche Lösung herauskommt. Und die blende ich nochmal komplett ein. Wer sie abschreiben will, soll es tun. Der Rechenweg, den kann man meinem Gekritzel, wenn man sich bemüht, sicher irgendwie entnehmen. Wenn man zum Beispiel Teile eines linearen Gleichungssystems, aber ich präsentiere ja keine vollständige Rechnung, sondern nur das Ergebnis.